Okay. Also was ist da passiert? Durch. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Warte noch. Oh, warte, warte. Wow! Puff! Meine Freunde, seid herzlichst willkommen. Heute wieder eine geniale Folge GTA 8% Skill-Parcours. Haben wir Skill? Das können wir heute beweisen. Starten Eiskalt mit dem Panto. Weiter mit Deko. Hasta la Reis, Muchachos! Nüsse polieren und haben wir Skill? Was soll diese Frage? Natürlich nicht. Und zu Marvins Wuff, das war ein heiserer Hund. Ein heiserer, man kennt direkt, ihn. Habe mich direkt an die Serie mit der Maus erinnert. Da kam doch sowas immer, oder? Das war ein heiserer Hund. Das war eine Frage. Ja, Junge! Hä, was ist da passiert, Alter? Ich bin einfach explodiert, Alter. Hä, warum? Panto. Weil der Panto ein Lappen ist. Hä, kann man das auch irgendwie lieber schaffen? Lieber oben drüber oder unten drunter? Ja, wir müssen irgendwie da. Achso, du musst da drauf einfach nur fahren. Achso, ich dachte, du musst den Ballride da fahren. Also, du machst die ganze Zeit einfach nach, ey. Da fahr ich dir nochmal hinterher. Und jetzt kommt Marvin genau hinter. Ah ja, 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 wie schnell muss man da drauf? Geh mal Windschatten, Bruder, geh mal Windschatten. War extra nicht vor dir los, weil du mich eh rammen wirst von hinten, wenn ich da ankomme. Nein. Was ich jetzt mit dir machen werde, um mich abzubremsen oder drauf zu bleiben. Scheiße, nicht helfen. Ey! Wie ich noch gehört habe, wie Deko noch schnell die Scheibe zerschlagen hat, um mir noch keine Ahnung, nur Annäherungsminute oder keine Ahnung, was entgegenzuwerfen. Ich hab noch nicht einmal eine Waffenrolle gerade gescrollt, du dieser Huen, wie er wieder irgendwelche Gerüchte verbreitet. Ich hab die Scheibe nur gehört. Eigentlich müsste ich jetzt meinen scheiß Raketenwerfer rausholen. Ja, wie springt der? Ja! Bleib doch mal da drauf jetzt, Junge! Warte mal, Alter, das sieht richtig geil aus. Hallo! Unterlassen Sie dies! Oh. Nein, nein, nein! Ey, ich fall schon wieder ins Loch rein, Junge! Oh. Oh nein. Nein! Ich dachte, das wäre jetzt hier easy weasy, aber ich glaube, du musst am Ende noch Fullspeed fahren. Oh fuck. Ich hoffe ja, du kannst doch verkacken. Ey, Junge, ich lande immer in dem Loch! Immer? Mit Ü. Immer! Mit Ü! Immer, Junge! Genauso wie Film. Ich schau gerne einen Film. Oh. Hallo! I did it. Okay, man musste nicht Fullspeed fahren. Ich muss also nur über diese eine komische Ecke hier rüberkommen. Soll ich ein bisschen special für dich machen? Ich schon wieder höre, dass es hier gefährlich wird, wenn Marvin anfängt, Backstreet Boys zu singen. Oh, merkst du, hier sind ja, viele. Ja, Hauptsache, so ein Gewaltbrand da, Alter. Hier sind viele Baumstämme unterwegs. Hallo! Hello. Please beware of flying Baumstamms. Das stand auf so einem Autobahnschild in Final Destination. Und dann wurde er doch von einem Baumstamm Kopf abgesägt. Man kennt es. Digga, Final Destination, das waren auch Filme damals, ey. Hallo. Da habe ich damals echt Schiss gehabt. Das war auch ein kranker Film, Alter. Film. War jetzt eigentlich nicht so ein richtiger Horrorfilm. Boom! In meine Falle, rein. Ja, weil ich da einfach selber reingefahren bin, du Fickkopf, ey. Warten Sie auf mich! Warte auf mich, deine Mutter wartet auf dich. Ja, die wartet immer auf mich. Im Gegensatz, deine Mutter hat nie auf dich gewartet. Im Gegensatz, deine Mama. Vielleicht musst du kurz auf die Karte gucken. Da bist du nämlich vollkommen falsch. Hallo. Okay, er kommt mir wieder so, ja? Digga, er hat mich jetzt schon zweimal umgebracht. Er kommt mir wieder so. Warum kein Krieg an, den du nicht gewinnen kannst? Hä? Wo hab ich dich denn getrollt, Bruder? Ja, du hast mich doch gerade eben mit deiner Falle! Mit Skill, ja? Und, aber du hast gesagt, zweimal, wo habe ich dich denn noch weggehauen? Aha. Das behalte ich für mich. Aha! Ist ja auch egal, ich habe dich ja auch erst einmal weggehauen. Junge, warum rutsch ich denn da drüber jetzt? Oh, kannst du, ich muss gerade erst mal wieder meine Nerven bändigen hier. Ich kann meinen Hund Harry auf die Tastatur werfen, der kriegt das First Try hin. Harry richtig ist easy. Aber auch einfach ein Profi, das zu dir. Das sagt der Typ, der es gerade nicht schafft. Okay, ich glaube, ich erwarte hier gleich was. Findest du nicht besser, wenn man das einfach mal mit kaputten Reifen machen sollte? Ich glaube, das wäre angenehmer, oder? Ich glaube, mit kaputten Reifen macht das sogar richtig Spaß, ja. Ja, okay, perfekt. Ja, da kitzelt's, ne? Ja! Kitzelt bei dir was im Nacken vielleicht, Marvin? Könnte eine Schelle gewesen sein! Okay, du hast wieder Bock auf ein Skill-Duell? Perfekt! Ich muss das also, ey, dass er wieder von hinten kommt, ey. Ja, ich hänge fest, Bruder. Könnt ihr bitte Support, kein Mod? Ja, hallo! Sie haben wieder Bock auf eine Skill-Duell. Ich sage ciao. Skill-Duell ganz klar gewonnen. Hallo? Ja! Ja! Wer hat gerade hier rumgetrollt und hat dann trotzdem noch verkackt, obwohl er nicht mal einen Gegner hatte? Nee, ich hätte doch einfach respawnen können. Ja, hast du aber nicht, weil schlecht bist. Weil ich ehrenvoll bin. Weil du schlecht bist.
Oh, hi. Oh, der wird böse jetzt. Oh, was? Wie? Wie? Und kommt der nochmal sowas? Nee. Muss ich nur hier rüber springen? Ja. Oh. Was? Und halt draufbleiben, ne? Aber ja, ich meine, ne, wo der Skill hängt, Muchachos, das haben wir jetzt gesehen. Also einfach bei Deko hängt auf jeden Fall gar nichts. Ganz klar wegrasiert. Aber mir hängen halt nur... Oh fuck, Junge, das wird noch echt böse. Ich hab verkackt. Okay, was kommt denn da alles noch? Wo hast du denn jetzt schon wieder verkackt? Beim Annäherungswinkelwerk? Siehst du gleich. Nein. Wahrscheinlich. Nein. Oh nein, Schrägfahren. Du wirst es gleich hin, ey. Schrägfahren, der erste geht noch, aber wenn du rüber musst zum zweiten. Alter, Scheiße. Und dir noch die Edwards im Weg hängen. Ja. Da hab ich dann leider, verkackert. Scheiße, nein. Jetzt verkacke ich hier auch. Nee. Hast du auch verkackt? Oh ja. Nein, meine Falle! Outplayed, son! Outplayed, son! So easy rüber, so langsam, so pop. Und dann... Also ich hab's ja beim ersten Try Fullspeed geschafft. So, jetzt ganz gechillt hier, ja? Ganz gechillt. Schau dir erstmal kurz zu, weil ich das spannend finde. Sicher, ich werde so... Vielleicht sammle ich etwas Lebensenergie. Alter. Ey, und warum? Warum, Alter? Ey, er dreht sich einfach behindert. Oh. Nein. Oh. 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 Ich hab für eine Sekunde noch gedacht, ich schaff's vielleicht. Oh. Digga, das wird echt böse, Alter. Ey. So, okay, wie mache ich das jetzt? Ich bin auch wieder bei dir. Ich bin auch wieder bei dir. Und ich schau mir nochmal kurz an, wie du das jetzt machst. Kann man das langsam machen? Das sieht doch auch scheiße aus, ey. Wenn man sich hier einfach nur. Hey. Es sah so geil aus. Es hat aber auch genau auf der, also ich glaube, es könnte so gehen. Aber halt bei mir war es die schlechteste, ungeschickteste Variante. Wenn du da, wie ich lande, direkt runter, aber halt mit den Reifen und nicht mit dem Dach. Ich muss jetzt da Fullspeed nochmal durchblättern, ne? So eine Kacke, ey. Und hast du geschafft? Wie das? Ja. Wie? Oh, bitte ist hier kein Speed. Das wäre so geil, wenn hier noch ein Speed. Oh, das wäre schon ein ganz schön krasser Move von dem Wetterbauer, ey. Das wäre richtig Todes, ey. Zur Seite! Also, ja, genau wie beim ersten Punkt, ein bisschen Speed, aber minimal nur. Und einfach kontrolliert, Bruder. Kontrolliert. Ja, du musst ja auch krass nach rechts denken, ne? Ich glaube, Speed ist weniger das Teil. Du musst irgendwie die Schräge ausgleichen. Ich schau mal, wie du das da hinten machst. Das habe ich ja auch so eigentlich relativ wenig Speed gemacht. Genau mit der gleichen Technik musst du hier nämlich auch auffahren. Ja, er jietet einfach immer rüber, Alter. Was ist denn los mit ihm? Oh, es klappt halt nicht, Alter. Leicht von links nach rechts springen. Ganz easy. Kontrolliert. Noch ein bisschen schneller. Oh, nein, 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 er rutscht, er rutscht, er rutscht, er rutscht, er rutscht, er rutscht. Bleib gechillt, Digga, bleib gechillt. Du hast allen Zeit den Welt. Solange ich nicht runterrutsche. So, und jetzt darüber jumpen, ne? Ja, ist eine gerade Fläche, also ist gar kein Problem. Ja, aber ich darf halt nicht an Edward stoßen, der vor mir ist. Nee, das darfst du nicht. Oh, Alter. Yeah! Alter, das war so haarscharf gerade schon wieder. Ja, dann wollen wir mal weiterfahren hier, ne? Oh. Ist ja hier kein Kindergeburtstag. Oh, eigentlich ganz einfach. Jo, was ist das bitte für ein Punkt? Vollkommen angemessen. Wenn man sich das mal gerade anschaut. Als Vergleich. Ja! So ein kleiner... Okay. Nein! Kann man nicht da oben auch lang fahren? Ah, nee, da kann man nicht lang fahren. Ah, okay. So ein kleiner Hüpfer drinne. Kleiner Hüpfer, ausgleichen. Und... Zieh! Ja, da bin ich auch weggerutscht. Oh, 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 oh! Zieh, ah. zieh! Und jetzt muss ich hier oben bleiben, aber nicht runterrutschen. Alter, ja. Ja. Einfach ja. 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 Was ist da los? I did it. Oops, I did it again. Na, 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 na. Scheiße, meine Eier. Okay. Also, was ist da passiert? Durch. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Warte noch. Oh, warte. Wow! Oh. Ich wollte auch die Barrikaden öffnen für dich. Ja, hab ich gesehen. Ja, mit dem Fall eines Falls. Ja, gegen die rote Stange bin ich gestoßen.
Also nicht gegen die Papp- oder Holzfläche. Ja! Ja! Alter, wie langsam man da fahren muss. Hä? Ja! Ja und Jörg. Warte, bleibt gechillt. Deko, bleiben Sie gechillt. Alter, die Map gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Bleiben Sie gechillt und Ihre Höschen. Ja, Dankeschön für gar nichts. Ja, bleiben Sie gechillt. Dankeschön für gar nichts. Und jetzt? Digga. Hey. Wenn er also mich anfasst, kommt der ganze Scheiß auf mich zu, ja? Ich kick dich hier weg, Digga. Jetzt spiel ich dich einfach weg. Ist einfach richtig klar, dass du verkackst. Oh, nein, ich bin zu früh. Oh. Er hat zu früh gekommen. Das passiert öfter, ne? Ja, ja, das ist, ja. Und dann, ey, was soll ich sagen? Machen wir uns nichts vor, Alter. Machen wir uns nichts vor. Oh. Ja, Alter, wie krank ist das bitte? Er hat es. Oh. Ha! Ha! Das ist aber auch ein Ding, das wäre mit dem Controller wieder einfacher gewesen. Weil du mit dem Controller halt nicht Vollgas gibst. Und wenn du mit dem Panto an der Fläche Vollgas gibst, dann dreht er halt richtig krass durch. Oh, okay, man muss auf jeden Fall eine gewisse Geschwindigkeit haben. Man darf nicht bremsen. Musst du so, wupp, rüber. Oh. Timing? Oh. Okay, mit richtig wenig Speed ging's. Oh! Oh, Nick de Rutschen! Ha! Warum geht das nicht? Digga. Warum geht das nicht? Oh ja, komm. Warum? Oh ja, das habe ich gebraucht. Okay, weiter geht's. Warum? Warum? Was ist das denn für ein ekelhafter Fick-Scheiße? Ich wäre jetzt dran vorbeigefahren, das sind doch Hindernisse. Ich würde jetzt zum Rüberspringen nehmen. Ja. Alle? Willst du alle mitnehmen oder was? Nee. Ja. Warum willst du denn den ersten nehmen? Am zweiten wollte ich auch. Einfach so. So. Alter, da musst du... Vielleicht könnte man Strecke gut machen. Krass unterwegs sein, musst du einen gewissen Speed haben. Gibt es Menschen, denen sowas Spaß machen könnte hier? Wenn ihr so richtig Bock habt auf so... Es gibt... Ich war mal mit meinem Stiefvater, da war ich 15 oder sowas, auf so einem Geländewagen-Treffen. Mein Stiefvater, der hat ein Stück Wald und der für diesen Stück Wald, um da drum zu fahren, hat der so ein Iltis. Das ist so ein Jeep aus dem Ersten Weltkrieg oder Zweiten Weltkrieg. Da hast du über Props für bekommen letztens, dass du ein Iltis kennst. Ne? Hast du gesehen beim Farm-Simulator? Egal, oh ja, die Leute hängen dir richtig an den Eiern, ey. Oh yeah. Was, baby. Losers mit Autokenntnissen? Wo sind die wahren Losers? Und da war ich auch auf so einem Wochenende, wo halt überall, da waren halt so Fahrparcours aufgebaut. So richtig matschige Stellen und so Sachen mit übertrieben, irgendwie 90 Grad Steigung hochfahren und so ein Bums. Aus Löchern rausarbeiten und sowas. Wenn ihr an sowas Spaß habt, dann könnt das ja auch Spaß machen. Ja, und hat es auch das ein oder andere Auto zerlegt, weil das umgefallen ist bei so einer krassen Steigung, oder? Ja, aber die werden ja nicht zerlegt. Wie, wenn die auf den Kopf fallen oder so? Da kommt dann halt Da kommt halt ein anderes Fahrzeug an mit einem Abschleppseil und zieht wieder raus. Na, wenn es auf dem Kopf liegt? Dann werden sie umgedreht. Die sind ja auch stabil, die haben extra so Überrollkäfige und so. Also die größeren zumindest. Iltis ist jetzt nicht so krass. Iltis hat aber auch kein richtiges krasses Dach eigentlich. Bei Iltis gehen nur 4 Stangen nach oben und da wird dann so eine Plastikplane drüber gespannt. Zumindest bei denen, wir hatten. Ja, aber die Abkürzung geht nicht. Bruder! Alter, das ist doch so ein Scheiß! Aber schwierig. Das ist schon wieder eine richtig ekelhafte... Digga, du musst halt diesen Schlenker nach unten machen vorher noch und dann wieder hochzuziehen. Aber du musst auch die Geschwindigkeit drauf behalten, damit du nicht runterrutscht. Ja. Komm! Ja! Oh ja, jetzt schön am Rand langfahren. Komm. Nein. Oh ja! Warum ist das Schild jetzt oben? Alter Schwede, ey. Das war gar nicht so einfach, muss ich ja sagen. Ne, das war wirklich nicht einfach. Puh! Ich hab's, glaube ich, nur beim zweiten Try oder so an der zweiten Rampe vorbeigeschafft. Das war auch arschschwer. Und es geht gleich genauso schwierig weiter, habe ich das Gefühl. Oh nein, Alter! Das sind meine besten Tries. Okay, dann schaue ich mal, ob es noch krasser wird. Also, letzter Parcours-Kram. Also eigentlich müsste das jetzt der Endgegner sein hier und... Oh mein Gott, okay, wird auf jeden Fall weiterhin interessant. Also ein kompletter Panto-Skill-Parcours, Digga. War zwar nicht so gewollt, aber die Panto-Action wurde mal wieder hier so ein bisschen auch in den Kommentaren darum gebeten, ne? Ja, aber das ist ja keine Action hier, Alter. Aber Skill, ne? Also Physik-Skill-Test ist das hier. Ein Skill-Test ist es, ja. Den ich offensichtlich nicht bestanden habe. Oh, Alter, Digga, das wird ja immer krasser hier. Ja! Kann ich ihn noch retten? ist, ja, ey, ist klar, Mann. Was kommt denn hier bitte? Nein. Was? Okay, warte mal, ich teste jetzt mal eine Sache. Oh ja,
Könnte sogar funktionieren. Zieh mich nach oben, oder? Zieh mich nach oben, Bruder! Oh! Oh! Nein! Ey, ich dachte, das wäre eine... Ey, Junge, deine Mutter, Alter. Was ist los? Ich dachte, das rote Ding am Ende wäre eine Rampe, um den Funk zu springen. Nein, ey. Warte mal, hier fährt man da, das kann, das, wie soll das denn gehen, Digga? Wie soll das denn bitte gehen? Das geht eigentlich gar nicht. Ohne Mist, dieser Punkt, der geht nicht außer so, wie ich das jetzt gerade vorhabe. Und dann dauert das einfach mal 20 Minuten. Ich hab es. Ey, Junge, es war einfach, ich musste noch langsamer fahren. Ich bin die ganze Zeit immer noch viel zu schnell gefahren. Ja, dann, hallo. Hallo. Siehst du mich gerade, wie ich hier so langsam nach oben... Ja, hab dich gerade gesehen, ja. So fahrstuhlmäßig. Ich bewege mich nicht und werde nach oben gezogen. Das mache ich jetzt gerade. Ist das so gewollt oder ist es einfach nur eine Luftlose von dir? Also, ich wüsste nicht, wie das sonst gehen soll. Das ist so schräg, gerade mit dem Panto. Und ich muss es noch eins, zwei... Ich muss noch ein paar mehr machen. Also nach oben muss man irgendwie raus. Hi, Mr. Deco! Ja, schön, mal wieder ein anderes Gesicht hier zu sehen, außer mein eigenes. Guck mal, du kannst da ja nicht hochfahren, deswegen frage ich mich, wie das hier gehen soll. Also, wie? Wie? Das geht ja gar nicht. Ein bisschen Schwung mitnehmen, ne? Alter, er zieht vorbei! Und jetzt? Ja, und jetzt? Nein, überdreht! Aber, also das ist schon, ich meine, sowas kennt man... Uff, nein, ich hätte noch vorhin... Oh. Sowas kennt man ja, aber halt nicht auf so extrem, Alter. Ja, das ist schon richtig. Also das hier ist halt wirklich auf jeden Fitzelchen vom Winkel angelegt, ey. Bruder, fahr doch einfach! Digga, ich lass mich die ganze Zeit hochziehen, ne, und dann... Oh, fahr weg. Gönn dir, ich mach's nochmal von vorne. Ein bisschen mehr Speed vielleicht. Nein! Oh, ich rutsche, Bruder, ich rutsche einfach des Todes. Ich rutsche des Todes! Ah! Wir fahren nach oben, wir fahren nach oben. Wir fahren nach unten, wir fahren nach unten. Ich finde dazwischen dann die Kurve zu kriegen, dass du nochmal hochfahren kannst wieder. Das ist scheiß schwierig. Hast du es? Ja, dann drück hier die Daumen. Deko mit Controller. Die Hassliebe. Oh, oh. Er macht ganz safe hier, er macht ganz safe hier. Oh, zum Stehen kommen. Na, jetzt hab ich, glaube ich, verkackt. Hallo, Mr. Deko! Also jetzt hier mal lang zu fahren. Ja. Nein! Ey, Junge. Ich wünschte, ich könnte gleichzeitig mit dem Controller fahren und mit der Maus meine scheiß Kamera lenken. Hallo! Ich bin jetzt hier genau, was wir gesagt haben. Einfach in dem Gerüst drin. Warum schon wieder? Warum? Und jetzt hier. Ich rege. Digga. Alter, ich gehe. Warte. Nein! Also die Boxershort, die setze ich super gern auf. Das mit die Kamera zu steuern mit der Maus ist einfach so eine natürliche Bewegung. Da muss man nicht mal drüber nachdenken, Alter. Aber mit dem Controller krieg ich es einfach nicht hin, ey. Alter, das ist so gestört. Hier musst du dann noch lang. Hier musst du die Kurve nehmen. Digga, warum stellst du denn dein scheiß Fahrzeug hier mitten im Weg ab? Nein! Ja, mach den krassen Körper deines Lebens, Alter. Das will ich jetzt aber sehen. Alter, lande ich wirklich im Wasser? Körper aus 4000 Metern auf Beton. Okay, ich schieße mich jetzt rüber. Ich hoffe, das funktioniert. 3, 2, 1. Und! Ich hab's. Du hast es! Nein, nice, Digga! Also jetzt bin ich hier auf dem letzten Ding. Ja, komm, schaffst du. Ich sehe halt wieder nichts, ich weiß nicht. Komm, du packst das. Nein, ich muss nur irgendwie von der Wand wegkommen. Oh! Alter Schwede, ja?
Nein. Schieß. Nochmal? Hier, warum es anfahren geht? Okay. Ja, du hast es fast. Jetzt noch einmal so ein Gesicht langfahren. Oh, ja. Okay, ja. Digga, da ist einfach nichts, ich vertraue es gegen die Kante gegen, ne? Ja. Okay, jetzt hast du es eigentlich. Jetzt nur noch hier rüber. Oh. Alter Schwede! Ey. Oh, war das anstrengend, Alter. Boah, ich entschuldige Muchachos, ich entschuldige einfach meine beschissene Pussy, dass ich mit der Kamera anständig was sehen kann. Schmutziges Handtuch geht auch, oder? Schmutziges Handtuch, aber nur wenn es wirklich schon 3 Wochen alt ist. Ja, riecht jetzt nicht prima, muss ich sagen. Oh, drinnen. Digo ist im Ziel! Das war aber auch Teamwork, Digga. Aber ich finde es schon echt ziemlich geil, wie schön geschmeidig man einfach mit dem Controller Gas geben kann einfach. Also. Das ist schon echt ein geiles Ding. Warum gibt es keine Tastatur, die sowas kann? Map nur möglich mit Controller, falls ihr nur mit Tastatur spielt. Versucht es gerne selber auch. Aber ich hab's versucht, Digga. Ich war auf verlorenem Posten. Einfach verloren. Digga hat's möglich gemacht. Und komm ich auch noch ins Ziel? 3. Hast du's noch geschafft? Ich hab's noch geschafft. Ähnlich, Alter. Eine Stunde! Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, weil das ist ein krasser Panto-Skill-Test. Nur mit Controller möglich, ja. Rettet meine Seele. Geschafft, checken Sie. Reingehauen.